Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Megumin hat beschlossen, sich an der ungemein beliebten Insel-Herausforderung zu versuchen. Dieses Mal galt es, auf einer Feuerwerksrakete bis ins All zu fliegen. Den Sorgen des Publikums trotzend stellte sich Megumin der Herausforderung. Megumin gelang ein hervorragender Start. Aber genau in dem Moment, als die Rakete so richtig durchstarten sollte, verpuffte sie komplett. Deshalb konnte die Herausforderung nicht als gemeistert gewertet werden. Das ist sehr gefährlich, also mach das zu Hause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Was? Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Markus LPM, und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Habt ihr gehört und gelesen? Bitte nicht nachmachen. Aber was ist das Ziel? Also ich meine, eine Rakete geht ja nur in den Himmel und nicht ins Weltall. Strange. Hallo Leute. Na, Wednesday, wo rollst du? You see me rolling, they hating. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, eine Beziehung würde Sens gut tun. Auf geht's, verkuppeln! Wie wär's denn mit Inkling? Ich weiß nicht mehr, wer mit wem zusammen ist. Das habe ich bei Misty, war das schon das Problem, ne? Aber wir machen einfach, ne? Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Sans oder Inkling, das wird nicht klappen. Aber ich bin ja gespannt. Ich meine, ja. Beide im Jahr 2015 entstanden. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Ja, Splatoon 1 und Undertale beide 2015 erschienen. Also wenn das nicht ein Zeichen ist. Bim, 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 bim. Sind die beide Kinder? Ich habe den beiden das ab 18 Spray gegeben oder was? Ich hab bei Sans ein anderes Datum gemacht. Das können wir noch ändern, theoretisch. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hierbei rauskommt. Die guckt schon weg. Danke, ich habe den Tag sehr genossen. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals was anderes gesehen zu haben als das hier. Ne, die hatten Spaß und das war's. Fürs Erste werden sie wohl nur befreundet bleiben. Ist ja auch nicht schlimm. Kann sie nichts erzwingen, Wednesday. Und keine Items. Ja, Wednesday geben. Irgendwas Gruseliges. Spiegel. Zum Bloody Mary spielen. Dem letzt irgendwas gesehen in den Kommentaren. Gibt's den Gegenstand überhaupt? Ja, du bekommst einen Spiegel. Dilililili. Hast du's gemerkt? Sans hat echt große Löcher in den Socken. Sans und Socken? Ist das so? Es mundet. Fast Level 4. Warum hab ich denn so viel Geld, weil ich Sachen verkauft habe, ne? Ja, ich will eigentlich immer erstmal dran Herzen gucken. Und Domian ist verliebt. Ja. A. B. Ich habe behauptet, dass er homosexuell ist. Ihr habt mir geschrieben, er ist bisexuell. Ich weiß es nicht. Wir sind für alles offen, Freunde. Ich habe mich in Chantel verliebt. Ich muss es ihr sagen. Das ist aber ein Pärchen. Auf geht's. Nur wie? Wie soll ich es ihr sagen? Ja, warte mal, wo sind wir denn stehen geblieben? Sag's romantisch hatten wir, zu verzweifelt, ja. Da sind wir jetzt mal verzweifelt. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihr sagen? Das war die sechste Option und jetzt im Café. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Das könnte jetzt auch mal, so wie das Verkuppeln immer schief geht, könnte jetzt zur Abwechslung diese Beziehungsanfrage mal schief gehen. Ich bin gespannt. In Ordnung. Dann nehme ich jetzt allen Mut zusammen und gehe zu ihr. Verzweifelt im Café. Als ob das funktioniert. Samuel Tali, Samuel Jackson. Bitte, bitte werde meine Freundin. Ich kauf dir auch ein extra großes Schokoladeneis.
Klar, gerne. Natürlich. Das war das Argument. Domian, du alter Schlawiner, du. Gut. Kriegst eine Phrase. Der nächste Anrufer. Bitte kleinschreiben. Passt nicht. Nächster Anrufer. So. Passt gerade so. Und Thomas ist 25. Hallo Thomas. Er macht ja da so gut wie keine Bewegung. Auch so nicht. Er schaut höchstens ein bisschen freundlich dabei, deswegen... Dann machen wir ausnahmsweise vielleicht mal keine Geste. Ja. Nächster Anrufer. Nächster Anrufer. Auf die Kinder bin ich ja auch mal gespannt. Ein kleines Dankeschön. Ist ja immer noch das Ziel. Wie viele Pärchen haben wir denn inzwischen? 4, 5? Läuft. Darauf noch eine Brezel. Tortilla. Vor allen Dingen eine wilde Kombo, ne? Eine wilde Kombo. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Das ist aber auch fällig, mein Freund. Das Schiebepuzzle mach ich nie wieder. Wenn Reisende die Insel glücklich verlassen, freut mich das auch. Habe ich zwar schon im letzten Tomodachi Let's Play gesagt, wie ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Oh, warte, da sind sie. Dass ich das Schiebepuzzle nie wieder machen werde. Aber ich habe es ja diesmal wieder gemacht und ja, euch noch viel Spaß. Oh, ich wollte nicht stören. Ich gehe ja schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, da wird gezockt bei mir. Oder ich war bei jemandem zocken. Ja, Reisende, ich will mal ganz kurz gucken. Da kann man doch reinspicken immer wieder. Schaut sich kein Reisender auf der Insel um, ist er wieder zurück? Oder ist er einfach... Er wartet hier. Ja, irgendwann verbinde ich die Tomodachis wieder. Kurz auf dem Abendmarkt, mal gucken. Ja, ja, Olaf, gib dir eine Wundertüte, ich guck rein. Chinohut. Gummiente. Rüstung. Wen könnte man in eine Rüstung stecken? Die Game of Thrones Charaktere. Ja, mit dem Helm nicht so, ne? So war so ein Jamie Lannister, aber ohne Helm. Naja. Nicht zu früh tippen, sonst kriegt man nicht alles Geld, habe ich gehört. Willkommen. Ja, der Zug immer noch. Kaufen wir den halt mal jetzt, ne? Das ist das März-Ding. Geheimbasis, Hobby, Musikliebhaber, ist ja fast ähnlich. Relativ ähnlich. Blumenmuster neu. Und es gibt nichts, was einem Gerichtssaal ähnlich käme. Vielen Dank. Soll ich bei Barbara Salisch nochmal gucken? Bettzeit. Willkommen. Edelweste. Boah, was erinnert mich das denn? Lässt sich wie ein Gentleman wirken oder wie ein Billardprofi? Ich musste eher an so einen Kellner denken. In einem gehobenen Restaurant. Richterrobe? Da haben wir gerade geredet über das Merkel. Da haben wir gerade geredet über... Aber hat ihr das schon an oder nicht? Da macht ja schon absolut Sinn. Vielen Dank. Die hat doch eine Richterrobe an, oder? Die Salesch? Ja, ne? Zeig mal. Ja, hat sie. Gut, hab nichts gesagt. Guten Tag. Guten Tag. Vielleicht gucke ich wegen ihrer Einrichtung mal gerade. Wenn ich die gerade mal füttere und vielleicht gleich ein Level up erreiche, die kriegt immer Hackfleisch von mir, ne?
Erst eine Bolo, dann erst eine Chili con Carne, eine Bolognese. Kriegst noch ein kleines Geschenk. Frau Sralesch, gehen Sie mal baden. Also gut, ich gehe dann mal baden. Und tschüss, Mann. La 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 la. Wolltet ihr schon mal immer Barbara Sralesch baden sehen oder nicht? La 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 la. Gut. Das hat gut getan. Na, freut mich. So, das ist das gewünschte Level. Einrichtung Skandinavi. Ah, da muss ich kurz in die Kommentare gucken. Was stand denn da im letzten Part? Hat doch jemand was geschrieben? Das war doch... Hat doch jemand verfasst. Das mit den Augenbrauen werden wir nochmal überprüfen. Aha, von Kitsune Koinu. Habe ich gelesen. Pass auf. Könnte die Einrichtung skandinavisch passen? Die gibt es, glaube ich, beim Level-Up. Nee. Dann habe ich das extra gemacht. Da gibt es halt eine Phrase. Und zwar, im Namen des Gesetzes. Pass nicht an. Im Namen des Gesetzes geht folgendes Urteil. Jetzt habe ich die da mit Handtuch und das kann ich nicht ernst nehmen. Sind dabei glücklich? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hammer. Also, ja, komm. Im Namen des Gesetzes. Der Rebell. Guck ich mal ganz kurz Skandinavien. Ist vielleicht doch ein Möbelhaus. Aber warum kommt man da drauf? Wie sieht das aus? Oder das Büro. Willkommen. Ich hab das nicht mal. Skandinavisch, ist es nicht auf Ikea dann bezogen? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Gut, da müssen wir uns nochmal bei Zeit schlau machen. Willkommen. Die Krone soll sehr teuer sein, habe ich nicht gelesen. Für Knossi. Aber das wird gemacht. Was ist ein Megumi da hinten? War schon immer jemand anderes? Fish and Chips. In England sehr beliebt. Aber da steht, weltweit verbreitet. Weltweit überall beliebt, aber nicht jeder weiß, wo es am besten schmeckt. Garnelensalat, Garnelen auf Salat oder Spinat mit feinem Joghurtdressing, immer delikat. Garnelen würde ich niemals essen. Gazpacho. Kalte Sommersuppe aus Spanien mit Tomaten, Knoblauch und Gemüse. Ich glaube, ich habe das noch nie probiert. Vielen Dank. Empfehlenswert? Ja, Tomatensuppe ist ein bisschen wenig. Deswegen ist auch Gemüse drin. Ne? Deswegen haben wir Gemüse drin. So, habe ich noch abzuarbeiten. Gab einen guten Vorschlag. Da habt ihr also erstmal gucken wir nach Billie Eilish. Die haben mir die Haare gefärbt. Und wir können eventuell die Augenbrauen korrigieren. Oh, was? Drachenlord mal wieder. Kriegt sich mit allen in die Haare. Ja, Maskenhändler, weißt du, er ist halt schwierige Person. Macht dir da dann keinen Vorwurf. Monte? So, wir konnten bei Shantae die Augenbrauen nicht ändern. Im the bad goo. Weil das Mii es nicht erlaubt hat. So. Es kommt aufs Mii an und was der jeweilige Ersteller gesagt hat. Hier können wir die Augenbrauen tatsächlich ändern. Doch, so sieht es noch besser aus. Bei Shantae ging es nicht, weil es da ausgestellt war, dass wir die noch editieren können hinterher. Na schau. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Ach ja, was denn? Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig wirst. Das mache ich. Aber jetzt mit den Augenbrauen sieht das sehr gut aus, finde ich. Dann isst du die Fish and Chips. Dann sind sie weg. I'm the bad guy.
kenne kein anderes Lied von ihr. Ist sie ein One-Hit-Wonder? Kann man das so bezeichnen? Kann schon sein. Ja, mal gucken. Durch Zufall werde ich es früher oder später finden. Und wenn's ein halbes Jahr dauert, ich finde das, okay? Dann habe ich noch drin stehen. Achso, ja. Eine bessere Phrase für Meliodas. Ich finde die manchmal immer nicht so schnell. Kann mir leider oftmals nicht merken. Er schläft. Und wir gucken in die Träume. Alles klar in deinem Land in letzter Zeit? Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Was ist das genau? Und euer König, ihm geht's doch gut, oder? Absolut fantastisch. Vertreter von verschiedenen Ländern? Dein Land scheint ja sehr reich zu sein. Sehe ich das richtig? Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Köstlich, nicht wahr? Und euer König, ihm geht's doch gut, oder? Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Und euer König, ihm geht's doch gut, oder? Mal so, mal so? Naja, mal so, mal so. Verstehe! Gibt es die Perücke? Lockenperücke. A. B. Schön, dass du hier bist, Ebenbild von Let's Play Markus. Spaghetti! Nicht? Ah, Konzert total, habe ich schon geändert. Habe ich schon geändert. Dann haben wir es ja geklärt. Zeit für neue Bewohner im Haus. Meine Freunde, ich warte immer noch, dass der Tomodachi-Code von Tanzverbot verbessert wird. Ich hoffe, er hat es gesehen. Ich habe auf Twitter nochmal drunter geschrieben. Aber wenn er den letzten Part gesehen hat, wenn er diesen Part gesehen hat, dann auch den letzten. Deswegen habe ich heute wieder andere Sachen vor. Und zwar, wo sind sie denn? Ich wollte gucken, wie der aussieht. Warte mal, wer kommt? Was war die Reihenfolge? Wen haben wir denn als... Warte mal ganz kurz. Warte mal bitte ganz kurz. Ich muss gucken. Ach so, hier war dunkel, Knossi. Also deswegen. Gut, gut, gut. Moment. Nein! Das Baden macht die Haarfarbe weg? Guten Tag. Nee! Wir haben noch Haarfärbemittel. Zum Glück haben wir eins extra bekommen. Was ist das denn? Das war mir nicht klar. Ja, das ist wichtig. Kannst du eine nette Farbe für mich aussuchen? Das wird ganz spannend. Das Witzige ist, die Barbara Salesch. Erstens mal heißt die ja wirklich so. Und zweitens mal läuft die in etwa so rum. In Ernst, auf echt. Aber für die Show haben sie die auch wieder rot gemacht. Die Frage ist, ist es das rot oder das rot? Die sind sich so ähnlich, die beiden roten. Also gut. Finde ich wild, ne? Also diese rote Frisur von Barbara Salisch sagt ja auch schon, ne? Also das könnte auch eine Lehrerin sein. Und wie sehe ich aus? Wie vorher, oder? Wie vorher. Passt. Auch hier können wir die Augenbrauen perfektionieren, sehe ich gerade. Wenn wir es können. Weil ich sehe jetzt auch gerade das echte Bild, dass die in Wirklichkeit eher so Augenbrauen hat. Das ist gut. Durch das Baden gehen gefärbte Haare weg. Das heißt auch schon Tay oder Billy Eilish dürfen niemals baden. Gut. Jetzt zu den neuen Bewohnern. Ich wollte nur gucken, welches Geschlecht dran ist in der Reihenfolge. Und zwar kriegen wir noch einen Kerl gebacken. Und ich gucke mal, wie gut dieser Code ist überhaupt. Und ob er funktioniert. Dann weiß ich ja inzwischen nicht mehr so. Und zwar habe ich hier Mark Forster.
Alter. Doch, 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 der sieht gut aus. Der Mark Forster sieht gut aus. Und ich habe mich im Vorfeld auch schlau gemacht. Und habe gegoogelt wegen seinem Geburtsdatum. Um die Erkenntnis zu bekommen, dass er mit Lena Meyer-Landrut zusammen ist. Warum ist mir sowas entgangen? Das heißt, Freunde, wir brauchen auch Lena Meyer-Landrut. Hat jemand Lena Meyer-Landrut als Mi-QR-Code parat? Dann schickt es mir auf Twitter. Verheiratet 2020. Warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Was hat denn der nochmal gesungen, Alter? Ich gucke jetzt nochmal die ganz kurz zu. Was hat er gesungen? Bauch und Kopf, Tape, Liebe. Das sind die Alben. Warte mal, Singles. Auf dem Weg zu dir. Au revoir. Genau, das war groß und sehe ich auch jetzt auf Platz 2 der Charts. Es wird nichts mehr sein, wie es war. Au revoir. Aber auf Platz 1 war die Single Stimme. Wir sind groß. Platz 3. Chöre auf Platz 2. Sagt mir leider alles nichts. Einmal. Länder. Früher mal übermorgen. Bist du okay? 3 Uhr nachts. Wenn du mich vergisst. Und die letzten paar Singles sind gar nicht in die Charts gekommen. Genug und Farben leuchten schwarz. Das ist auch nicht immer, Mark Forster ist auch nicht immer der ganz große Hitbreaker, ne? Mal so, Freundchen. Ich weiß noch, wie er komplett mit Kaiserslautern mitgefiebert hat, wer aufsteigt. Und der musste daraufhin, nachdem Kaiserslautern den fernen Duellkampf gegen Darmstadt verloren hat, schnell von Stadion in Kaiserslautern nach Darmstadt fahren, weil er in Darmstadt seinen Auftritt hatte und singen musste. Das ist mal ein bisschen unangenehm. Aber er ist ja Sportsmann. Geboren am 11. Januar 83. Roman Pfoh ist der Ersteller. So. Mark Forster. Ich bin Mark Forster. Ich bin Mark Forster. Bisschen zu hell, oder? Alle nennen mich nur Mark Forster. Ich bin Mark Forster. Ich bin Mark Forster. Alle nennen mich ich nur mach's Mark mal Forster. So. Ich bin Mark. Oh Gott, da kenne ich mich nicht aus. Handelt schnell oder langsam? Sanft oder kühl? Lebhaft. Ist er so lebhaft? Sorglos. Speziell. Ich lasse es mal. Ich kann da nicht großartig sagen, das ist aber so und so. Ruhig. Oh, ich glaube, den haben wir vielleicht noch nicht. Entspannt, unbedarft, feinsinnig, ehrlich, Aufmerksamkeit, freundlich. Sonnenschein, stets gut gelaunter Charakter, achtet aber auch darauf, gute Laune zu verbreiten und hat eigentlich einen sehr starken Charakter. Das ist auch ein Ding. Und noch eine weibliche Person, Kumatora. Danke an Hinotora. Das merke ich jetzt erst. Da kommt der Name her? Kumatora, Hinotora? Das kann doch kein Zufall sein. Ist eine der Teammitglieder der Spielbank-Hauptcharaktere in Mother 3. Habe ich Let's Played mit deutschen Texten. Kumatora, geboren am 20.04. Ich guck mal, an welchem Tag. Ja, ganz genau. Release-Datum von Mother 3. Gibt's ja nur in Japan. 20. April 2006. Bist du damit auch noch ein Kind? Das ist ja auch ein Kind, ne? Wie alt ist Kummer? Das will ich jetzt wissen. Age. Weiß nicht. Weiß niemand. Wird es irgendwo gesagt? Wie alt ist Kumatora eigentlich? Aha. I've always seen her as being 16 to 19. Lukas ist 14, maybe 15 at end. Kumatora ist 17, 18. Ja, kommt wohl hin, ne? Also, wir bleiben... Ich bin Kumatora Ozoe. Alle nennen mich nur Kumatora. Mein Geburtstag ist der 20. Er hat ja keine Stimme übrigens, ne? Mother 3 ist ohne Sprachausgabe. Ja, ist nur die Frage, sollen wir ihr ein Erwachsenenspray geben? Handelt, schnell, direkt, lebhaft, vorsichtig, speziell. Auch das lassen wir so.
Intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig, extrovertiert, heißblütiger, vorwärtsgehender Charakter. Bezieht die Umgebung mit ins Geschehen ein, manchmal auch mit sanftem Druck. Das, die Beschreibung trifft auf jeden Fall bei beiden zu, hätte ich gesagt. Und da gucken wir nochmal rein, ne? Ja, wir machen die volljährig. Weil Mother 3 ist schon so lange raus, seitdem ist so viel Zeit vergangen, die ist jetzt erwachsen. Und keiner weiß, wie alt sie wirklich ist. Vielleicht ist sie auch im Spiel tatsächlich schon über 18? Ja? Ich bin Kumatora und ich liebe Party. Aber da wir es nicht wissen, hier ist sie auf jeden Fall mehr als volljährig. Mach mich hiermit bitte zum Erwachsenen. Ja. Probieren wir es mal aus. Aber die muss dadurch nicht größer werden. Er ist zu groß, ne? Ich muss gerade gucken, wie das im Spiel aussieht. Hey, sieh mich nur an. Ich bin ganz erwachsen. Ab jetzt werde ich mich immer ganz erwachsen verhalten. Also ich sehe im Internet gerade auch so ein paar, so wie sie in Smash aussehen würde. Oder gibt es offizielle Artworks? Also guck mal, Tora ist so als Gucci-Gang... High-End-Girl. Aber so ist sie eigentlich nicht. Ne? Wobei, trendy würde ich sie schon bezeichnen. Ja, schaut mal da rein. Abgeschickt. Also die hat doch immer so ein blaues Oberteil an, das bis über die Hüften geht. Und die ist natürlich frech, ne? So ein bisschen frech ist sie. Vielen, vielen Dank. Erwachsensein ist echt klasse. Doch, das Oberteil passt relativ. Es hätte nur mehr blau sein sollen. Das ist ja mehr so türkis. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, schon hellblau, aber ein bisschen dunkler wäre. Fast schon lila wäre es auch gewesen. Aber ich habe das Oberteil jetzt nicht so. Aber die Statur gefällt mir nicht. Ich kann die aber auch... Doch, kann ich die editieren? Nee, ne? Nee. Dann sieht die so aus. Ich hätte die ein bisschen kleiner, ein bisschen breiter gemacht. Einfach weil der Sprite sieht natürlich auch, ne? Aber gut, willkommen. Darauf erstmal ein Schnitzel, ne? Ich finde es lecker. Willkommen. Wenn die Leute mich nicht verstehen wollen, regt mich das immer. Und die hat noch eine Einrichtung und die Einrichtung ist. Warum? Ist das eine Kumatora-Einrichtung? Mark Foster hat keine. Was könnte man ihm geben? Auf jeden Fall eine von diesen beiden Musiksachen, die wir gerade gesehen haben. Ich heiße Mark Foster. Gut gelaunt geht alles gleich viel leichter. Ich hab so viel Steak. Lass es dir auch schmecken, Mark. Arewa. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich das schreiben muss. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Wenn es als Phrase kommt. Geh baden, ne? Nee, die Einrichtung. Warte mal, hab ich vielleicht noch was? So Musikliebhaber? Wenn nicht, dann kaufe ich. Rockclub. Das ist weniger, ne. Moderne Frau. Guck mal, das ist für Kumatora besser geeignet, finde ich. Irgendwie schon. Geben wir ihr jetzt auch. Mit der Umkleide, ja, schön und gut, aber das ist ja irgendwie... Nee. Guten Tag. Du kriegst die moderne Frau. Was ist das? Ankleide. Doch, ich finde schon. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. So, die Wand, die Tapete sieht ein bisschen aus wie das Schloss. Willst du dich vielleicht noch... Und trotzdem ist alles sehr girly. Mit dem Teppich und modern. Natürlich jetzt auch nicht ideal, aber deutlich besser, finde ich. Was meinst du? Habe ich doch gerade gesagt. Ich werde pfleglich damit umgehen. Dann haben wir das auch. Okay. Kumatora Attacke. Ja, PK? PK. PK Fire. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wenn die PK Fire macht, dann kriegt die PK Fire. Hm.
Weil sie hat so ein paar Gedanken, also sehr in Pokémon-Jargon zu sagen, Spezialcharakter. PK Fire. Was für eine Bewegung macht man dabei? Ja, anstrengend. PK Fire. Doch, doch. Sind natürlich irgendwie an Smash, wenn Lukas oder Ness es machen. PK Fire. Das kommt schon hin. Gehen wir ganz kurz. Ja, ich weiß, ich kann direkt auf den Charakter, aber ich... Willkommen. Jetzt. Hier ist ja ein Musikliebhaber noch. Ist das ein anderes? Ah, hier ist Hobby. Und das ist sein, ja. Da ist Mark Forster. Zu Hause, meine Freunde. Wird alles eingerichtet, natürlich. Ja, Gesundheit. Jetzt sagt er mir, jetzt ist der Schluck auf weg. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Stand da gerade, isoliert? Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Also ich will dem Mark Forster jetzt nicht irgendwie vorwerfen, dass bei ihm zu Hause oder in seiner Base irgendwie unaufgeräumt ist. Ne? Aber ich weiß es halt auch nicht in dem Fall. Pass auf, dass du nichts umstößt, wenn du dich so viel umdrehst. Ich drehe mich so viel, wie ich will. Nein? Okay. Das ist... Ich werde pfleglich damit umgehen. Vermutlich damit nichts zu tun, ne? Gut, da haben wir doch schon was, ne? Irgendjemand hat noch das Item gefunden, ne? Ich guck mal mir ein paar Probleme an. Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Im Bild von Let's Play Markus. Tut mir leid, Marcel. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Das gibt es nicht, aber ich kann dir was zu essen geben. Ich sehe, du hast Hunger. Ich weiß nicht, warum ich so viele Steaks habe. Wir brauchen halt auch ein Gaming-Zimmer, ne? Die stehen mir bisher nicht zur Verfügung. Stoop! Schlitz! Und ehrlich gesagt kommt und tschüss, Mann! Auch von Marcel. Da muss man ehrlich sein. Ich habe das Gibaden dran gehängt. Besorgt ist es nicht. Nee. Das sieht aus, als würde V-Modes benutzen. Nee, nicht wirklich. Schwierig, ne? Ja, das sieht aus, als würde was schlitzen. So. Kommt gut hin. Duft. Ich möchte etwas Neues zum Es sind halt mehr Geräusche, die Marcel von sich gibt, als Sprüche. Sprücheklopfer bin immer noch ich. Gibt's Probleme? Ärger im Paradies? Mit nur eins Schlag? Nee, ist ja mit Misty zusammen. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Mit nur einem Schlag sollst du dann sagen. Nicht schon wieder, hat er ja auch. Warum hat er denn schon so viele Phrasen? Mir ist langweilig. Weil nicht schon wieder habe ich auch schon. Schon drei Phrasen. Mir ist langweilig.
Auch du hast keinen Gegenstand, ja? Oh, es passiert was! Cooking Mama. Eilmeldung. Es gibt wunderbare Neuigkeiten. Dem Ebenbild von Let's Play Markus ist es gelungen, viele Mikrobleme auf ihrem Haus zu lösen. Die Zahl der gelösten Probleme beträgt nun 100. Zurzeit findet im Ehrenhauszentrum eine Feier zur Würdigung dieser Leistung statt. Das sehen wir uns mal an, oder? Wir danken dir sehr herzlich, Ebenbild von Let's Play Markus. Du hast ganze 100 Probleme der Bewohner von Ehrenhaus gelöst. In Anerkennung deiner Verdienste überreichen wir dir diese Urkunde, Anwohnervorstand Sens. Danke fürs Zuschauen. Gibt es auch später noch, wenn man das Spiel ausquetscht bis aufs Äußerste? Du hast 8400 Probleme gelöst. Wir danken dir für diese Leistung. Ja, sollen. Aber nice. Hat mich sehr gefreut. Cardman, hast du den vermissten Gegenstand, von dem wir gar nicht wissen, was es genau ist? Du Elender. Das hier habe ich gefunden. Ja, er hat ihn. Nanu, auf der Rückseite ist Billy eingraviert. Willst du es nicht lieber an Billy zurückgeben? Billie Eilish vermisst ihr Pflänzchen. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Ist irgendwie zu Cartman gekommen. Cartman hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Na bitte. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Ab-18-Spray. Wünsche, die sich nicht erfüllen können. Sind für mich reine Zeitverschwendung, wollte sie sagen. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, was Drachenlords Problem war. Wenn die sich vertragen... Ich bin echt sauer im Moment. Das ist ja nichts Neues, Rainer. Pass mal auf, wenn die sich vertragen, so, ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Das kommt dir die meiste Zeit vor, aber es gibt die Situation, dass sie sich noch mehr verkrachen können. Und nur das, und dass es noch lauter und aggressiver wird, nur das wäre realistisch für Rainer Winkler. Ich habe mich mit Maskenhändler gestritten, ich bin so wütend. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Wie kann ich das triggern? Vielleicht gehe ich jetzt zum Maskenhändler und sag so. Pass mal auf. Wer von beiden muss sich dann entschuldigen wollen? Rainer würde nicht hingehen und sich entschuldigen. Das ist ja fake. Ah, hallo erstmal. Ich habe mich mit Drachenlord gestritten. Ich bin so wütend. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Dir, ich helfe dem Maskenhändler. Mit Baden geht das, also keine Haarfarbe, die verschwindet, ne? Also gut, ich gehe dann mal baden. Seid mal kurz, wir haben heute schon Barbara Salisch baden gesehen, deswegen. Ja. Das hat gut getan. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Du bist ruhiger. Der Drache nicht. Verdammten Hater. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Nicht gut gelaufen. Es hat nicht geklappt. Ja, das ist Rainer. Was machen wir denn jetzt? Ein Steak essen. Die Musik. Was war das allein für Musik? Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. Daraufhin einen Proteinshake. Hast du nötig. So viel kann ich nicht essen.
Nur was zu trinken, Mann. Sollen wir noch einen anderen Geschenk machen? Ach, diese Bratpfanne. Ach so, jetzt verstehe ich das mit dem Geschenk. Was werden? Darf ich mir das gleich mal anhören? Es war so gut, dass Rainer nicht sagt, ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen, weil das wäre out of character. Er ist ja wirklich narzisstisch veranlagt. Ohne Diskussion. Da muss man kein Psychologe dafür sein. Da wird man ganz ruhig, oder? Aber das jetzt trauern, das kenne ich kenne ich weniger. Eigentlich kenne ich das nur mit noch mehr. Was für eine Art von Fotos soll ich aufnehmen? Erst in denen soll sich abregen, ne? Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Der Part wird ja so lang. Aber ich will diese Situation erst noch klären. Sieh, was ich fotografiert habe. Toll. Der Titel lautet Die Entdeckung des Jahrhunderts. Was, die Ziege? Hey, finde ich auch. Ich wusste, dass ich's drauf hab. Ich muss ihn ja loben. Ich will ja gerade, dass er sich besser fühlt. Aber ist jetzt nur eurem Stress? Es geht mir schon wieder viel besser. Vertragen ist jetzt trotzdem nicht drin, oder was? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Wenn du ein Profil komplett ausfüllst, erscheint daneben eine... Lieber mit Ned Stark abhängen. Also gut, haben sich halt weiter zerstritten. Kumatora träumt, da gucken wir ganz kurz. Für was zu essen seid ihr echt schnell. Was sind das, Lakritz oder so? Warte. Wunderbar. Sepia-Spaghetti. Ah. Ist ja eklig. Nee, ich wollte Cooking Mama soll ich die Bratpfanne geben und ich habe das nicht gesehen bei diesen bei den Level-Ups. Aber man kann ihr das so geben, ne? Dann gucke ich mir an. Da kann man die einfach mal so mittendrin sehen mit der Bratpfanne in der Hand. Das ist ein Geschenk, ist das. Komm doch rein. Schön, das Ebenbild von Let's Play Markus zu sehen. Finde ich auch. Und besser als die Spaghetti, sagst du? Lust auf ein Spielchen. Jetzt nicht. Pass auf. Bratpfanne. Welche Leckereien kann man wohl in dieser schönen Teflonpfanne brutzeln? Ich koch uns was Leckeres. Was wird's sein? Die Früchte hab ich heute extra eingekauft. Cooking Mama! Das ist so pikant. Man ist hinterher richtig erfrischt. Von pikanten Sachen erfrischt? Fertig. Der hat eine Kiwi gemacht. Toll. Also geschnitten. So ein Messerschnitt. Lass es dir schmecken. Okay. Da hat damit nichts zu tun. Ich war mit Otto spazieren. Da war eine Eiswaffel. Wie bitte? Ich glaube, die nutzt die nicht wie so ein Geschenk, was man ihr beim Level-Up gibt. Aber, ja, passte trotzdem dazu, habt ihr natürlich recht. Das war der heutige Part. Ich hatte wieder eine Menge Spaß. Es ist eine Menge passiert. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Tomodachi Live vorne. Bis dann und ciao!